Das ist wieder ein mega Spiegel. Oh, da könnte ich mich natürlich umdrehen. Mache ich aber nicht, oder doch? Oder nicht, oder doch, oder nicht? Take your seats, take your seats. Hey, ho, Minecraft-Freunde, willkommen zu einem weiteren G-Log. Warum zieht er sich aus? Wir spielen hier FFA auf Village. Ey, was macht er? Was macht er? Er soll nicht blocken, aber das tut natürlich meiner Killstreak sehr gut. Ach, der möchte wahrscheinlich teamen irgendwie. Nee. Jetzt klaut der mir hier den Kill. Lass mir meinen Kill. Sag ich dir. Und der verfolgt mich auch schon die ganze Zeit und lässt nicht von mir locker. Lass von mir locker, Kollege. Lass bitte von mir locker. Na, und dann kriege ich am Ende gar keinen Kill. Na gut, also, wie ihr vielleicht wisst, durch Instagram, Twitter, durch mein Minecon-Vlog war ich ja in den letzten Wochen in den USA, habe dort natürlich meine Kamera mit hingenommen und auch fernab von den Minecon-Aufnahmen auch noch andere Aufnahmen gemacht von den USA. Zum Beispiel von den Räumlichkeiten, wo wir uns aufgehalten haben oder auch von den ganzen schönen Orten, wo man halt so war. Und die würde ich euch gerne bei den G-Logs jetzt, bei den kommenden G-Logs ein wenig zeigen. Und heute möchte ich gerne erstmal natürlich mit der Anreise starten. Es geht los natürlich ganz klassisch am Hamburger Flughafen. So, wir sind jetzt am Flughafen angekommen mit der Bahn und alles läuft gerade nach Plan ab. Wunderbar. So, die Sicherheitskontrolle habe ich hinter mir. Ich wurde gerade noch mal rausgezogen, weil angeblich sich so eine große Feder bei mir im Gepäck befindet hat. Und ich habe mir extra für den Flug noch so eine Halskrause geholt, die man so aufpusten kann. Und anscheinend war da eine Feder drin oder so. Keine Ahnung, aber an sich ist jetzt alles cool. Und jetzt geht es erstmal zum Gate. Das soll auch direkt, glaube ich, hier vorne sein, hinter diesem Duty-Free-Shop. Gucke ich einfach mal. Ich bin auf jeden Fall sehr gut in der Zeit. Setzen Sie sich sofort hin, wir starten. Take your seats, take your seats. Weil unser Flug wahrscheinlich Verspätung hat, müssen wir jetzt erstmal zum Gate gehen, um zu gucken, ob das auch stimmt oder ob im Internet was Falsches steht. Gucke ich einfach mal. Ganz entspannt. Der Ausblick ist auf jeden Fall top von hier. Schön auf die Landebahn. Da vorne steht ein Flugzeug. Richtig, richtig cool. Jetzt geht es also endlich in die Maschine. Man sieht schon das große, große Triebwerk. Es wird warm gemacht. Die Maschine ist auf jeden Fall ein wenig größer als gerade die vom Flug von Hamburg nach München. Fand ich echt ein wenig lustig, also das wollte ich einfach mit reinschneiden, dass sich da der eine Passagier nicht hingesetzt hat. Das musste sie zwei oder dreimal sagen auf diesem Hinflug, bis der sich dann endlich mal irgendwie hingesetzt hat. Denn das Flugzeug rollte schon. Es war auch noch so, ich hatte von meiner GoPro so eine Stange, so einen Selfie-Stick, so nenne ich es einfach mal, noch dabei im Gepäck. Also, die man halt an die GoPro schraubt, damit man halt so einen verlängerten Arm hat. So, und die am Flughafen dachten, ich hätte einen Totschläger dabei. Das ist ja auch so ein langer Stab irgendwie. Und ich muss auch sagen, jetzt im Nachhinein, das sieht schon, hat schon verdammte Ähnlichkeiten damit. Also, ich kann sie da schon verstehen. Aber, naja, da haben sie die Gombe erstmal genau inspiziert, ob ich denn da irgendwie was Böses dabei habe. Aber am Ende haben sie mich dann doch gehen gelassen. Teilweise laufen ja aber Leute mit den dollsten Sachen da durch den Flughafen und gehen durch die Sicherheitskontrolle. Da habe ich auch schon manche Leute gesehen, die da mit so einem riesen Teleskop irgendwie durch sind oder mit so einer riesen Rolle. Was habe ich da schon mal am Flughafen gesehen? Ach ja, da hatte einer irgendwie Messer, Schraubenzieher dabei. Naja, aber dann ging es auf jeden Fall, wie man sieht, in die Luft. Und in der Luft im Flugzeug ist es ja so, wenn man zum Beispiel Tomatensaft oder so in der Höhe trinkt, dann schmeckt er ja, so heißt es, anders als in normaler Höhe. Einfach, also plötzlich schmeckt einem der Tomatensaft, einfach weil man anders schmeckt. In zum Beispiel 10.000 Metern Höhe. Ja, dann gab es natürlich auch auf so einem langen Flug irgendwann mal ein wenig was zu essen. So, Freunde, jetzt gibt es hier lecker, lecker die erste richtige Mahlzeit. Wir haben hier einen Salat. So ein Käsekuchen oder was es ist. Ein Schokocrisp. Hier Gulasch mit, was ist das? Kartoffelpüree und nochmal hier Wurzeln mit Zucchini, weiß ich nicht. Und ein Brötchen. Ja, das gute alte Flugzeugessen. Aber in der Luft schmeckt das bekanntlicherweise viel besser. Ich mache jetzt einfach mal den Test. Ja, weit, wir landen gleich. Nach 11, 12 Stunden Flug reicht das dann auch langsam mal. Der Blick ist auf jeden Fall richtig gut von hier oben. Erinnert mich alles ein wenig so an GTA, also
hat alles große Ähnlichkeiten. Ich sollte vielleicht mal einen Vergleich machen zwischen Los Angeles und Los Santos. Wir fliegen gerade hier hinweg über Santa Monica in Richtung Lana Del Rey. In Richtung Marina Del Rey. Kleiner Unterschied. Da drüben sieht man Hollywood. Da hinten in den Bergen, wahrscheinlich sieht man es jetzt im Video nicht, aber das ist da drüben. Und hier Hochhäuser, nice. Oh, hier ist wieder so eine Eingedränge. Da hat einer wenig Herz. Da muss ich rauf. So. Jetzt ihr auch noch hier. Oh, er da oben. Er da oben. Er da oben ist gut. Ach, schade, schade. Er ist genau mein Kandidat. Ja, da sind wir also in Los Angeles gelandet. Und die Erleichterung war auf jeden Fall schon da, denn nach 12 Stunden Flug, der Hinflug dauerte etwas länger als der Rückflug. Das liegt an den Winden, auf dem Rückflug ist man etwas schneller. Nee, aber dann ist man natürlich schon froh, wenn man nach 12 Stunden heil ankommt am Flughafen. Und das Ding war dann am Flughafen, dass wir da wirklich richtig lange noch warten mussten. Wir mussten zuerst in so eine mega Schlange, wo wir an so ein Gerät mussten, dort ein Foto von uns machen mussten, mit Fingerabdrücken und so weiter und so fort. Dann dachte man, da hat man so einen Ausdruck bekommen und musste damit dann sich nochmal eine extra Schlange stellen, wo man dann nochmal von einer Person gecheckt wird und abgestempelt wird, ob man denn nun wirklich einreisen darf. Nach der langen Warterei hatte man es dann auch endlich irgendwann geschafft. Es ging dann mit dem Taxi in Richtung Wohnung und man wollte ab dem Zeitpunkt eigentlich nur noch die Füße hochlegen und eventuell noch später etwas essen und nochmal ein wenig rumlaufen. Aber jetzt wird es erstmal, denke ich, Zeit für die allererste Roomtour in einem G-Log. Wir sind mittlerweile angekommen in unserer Unterkunft und dass das meinem G-Log kommt, hätte ich... Moment! Hubschrauber! Dass ich meinem G-Log eine Roomtour machen werde, hätte ich nicht gedacht. 118 ist die Nummer. Der Ventilator ist an. Das ist also so der Wohnbereich. Oh, die Stube. Riesen Couch. Richtig guter Ausblick. Da gehen wir gleich auf jeden Fall nochmal auf den Balkon. Wir haben hier einen Fernseher, der irgendwie mit der Fernbedienung nicht anspringt wahrscheinlich. Muss man da noch irgendwelche geheimen Knöpfe drücken. Boah, hier so ein Drache. Gibt's den nicht auch bei Bed Wars? Ich bin mir gar nicht so sicher. Wenn ich hier mal euch die Küche zeige, alles da, ein riesen Kühlschrank, alles da, was man braucht. Gehe ich mal weiter hier in die Räume. Auf der linken Seite ein Schlafraum mit einem schicken Bett. Da ist wieder ein mega Spiegel. Oh, da könnte ich mich natürlich umdrehen. Mache ich aber nicht, oder doch? Oder nicht, oder doch, oder nicht? Hier auch wieder ein Zugang zum Balkon nach draußen. Auch wieder hier ein paar schicke Bilder. Dann gehen wir mal hier drüben in die Tür rein. Ein Badezimmer mit einem Spiegel. Das ist natürlich jetzt tricky, wie ich das mache. Ich gehe mal hier so hin. Hallo? Seht ihr mich? Ja, recht kleines Badezimmer. Toilette, aber immerhin haben wir hier eine Dusche noch mit drin und eine Badewanne. Also alles, was man so braucht. Aber jetzt kommt der Knüller. Hier ist auch nochmal ein Bett. Auch nochmal einen Zugang zum Balkon und neben einem riesigen Bild vom Eiffelturm haben wir hier auch nochmal einen Schrank, hier Waschbecken und noch ein Badezimmer. Also eine ziemlich große Wohnung auf jeden Fall. Ist, finde ich, ziemlich geil. Wir sind hier in der Nähe von Venice Beach. Also Marina Del Rey, ich muss immer an Lana Del Rey dabei denken, liegt auf jeden Fall recht zentral. Und hier ist der Ausblick vom Balkon. Vom Balkon direkt hier auf so einen kleinen Anlegebereich von Schiffen. Gestern waren hier auch irgendwelche Seerobben, da muss ich euch auf jeden Fall mal zeigen, was die für Geräusche gemacht haben. Wieso auch immer hier Seerobben waren, das war richtig süß. Aber auf jeden Fall toller Ausblick, gefällt mir richtig gut. Ein wenig Sport, hier die Treppe runter, ganz schnell. Da sind wir auch schon. Ich laufe und laufe. Hier steht er auch schon, hier vorne. S550, nein, Spaß. Da hinten, der weiße Flitzer hier, der gute weiße Flitzer. Der macht ordentlich Krawall. Ich setze mich bei ihm rein. Ihr kennt ja diese
Perspektive hier noch, aber ich starte mal. So, komm. Mal den Sound hören. Das ist noch der Mietwagen. Auf jeden Fall sehr wichtig, wenn man in Amerika unterwegs ist. Denn zu Fuß alles dann doch zu erreichen, ist manchmal nicht ganz so leicht. Und mit dem Auto ist es deutlich einfacher und angenehmer, von A nach B zu kommen. Und ja, jetzt kann es auch weitergehen. Das war die kleine Roomtour. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Das war auf jeden Fall einfach eine mega schöne Wohnung. Also ich muss wirklich sagen, so im Nachhinein, da kann ich mich richtig gerne dran zurückerinnern. Da kommen die meisten Hotels mit den Räumen natürlich überhaupt nicht ran. Das ist da, so ein Apartment ist da viel größer. War auch super gelegen, schön nah am Strand. Hat richtig Spaß gemacht. Tja, der erste Tag war quasi damit geschafft. Und wir waren dann auch alle müde und sind dann am Abend auch schnell eingeschlafen. Tja, und was in den nächsten Tagen passiert ist, das werde ich euch in den nächsten G-Logs zeigen. Und ich hoffe einfach mal, dass euch dieser G-Log gefallen hat. Wenn dem so sei, würde ich mich über eine Bewertung natürlich sehr freuen. Werde noch jetzt kämpfen, bis ich sterbe, noch einen Kill hier abstauben und sage, dich hole ich mir noch und dich nicht mehr. Leute, haut rein und tschö mit Öl.